Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat sich knapp eine Woche nach seinem vom Staatsoberhaupt abgelehnten Rücktrittsgesuch grundsätzlich zum Verbleib im Amt bereit erklärt. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass er ausreichend Unterstützung seitens seiner Koalition bekomme, sagte der 74-Jährige am Mittwoch vor dem Oberhaus in Rom. Eine Neuauflage der Regierungskoalition sei das, was die Italiener wollten. Der Senat soll in Kürze über Draghis Vorschlag abstimmen. Das Votum wird noch am Mittwochabend erwartet. Maßnahmen gegen die hohen Preise hatten zum Streit Draghis mit dem wichtigen Koalitionspartner der Fünf-Sterne-Bewegung geführt. Draghi hatte daraufhin am vergangenen Donnerstag seinen Rücktritt eingereicht. Präsident Sergio Mattarella lehnte aber ab und forderte Draghi zu Sondierungen im Parlament auf. Die Regierungskrise trifft Italien mitten im Ringen um künftige Gasversorgung und im Kampf gegen hohe Lebenshaltungskosten.